Heidewitzka, liebe Leute, es ist wirklich eine spannende Staffel. Heidewitzka, ey, jetzt rennt mir der Arsch. Ich bin voll dabei. Heute gucken wir uns schon Folge 10 von Temptation Island an. Letztes Mal hatten wir einen riesigen Cliffhanger, deswegen schauen wir direkt rein. Wie immer findet ihr unten einen Link zu RTL Plus. Ich hoffe, ihr habt auch eine kleine Hydration Sensation gehabt. Habt was Kleines zu snacken, zu trinken dabei, denn es gibt viel zu besprechen und viel zu sehen. Die Villa der Frauen nach einem nervenaufreibenden Vortag. Vor allem Michelle und Jessie zweifeln akut an ihren Beziehungen. Michelle hat ja am Tag zuvor erste Bilder von Mark Robin gesehen. Dabei hat sie noch nicht mal das wirklich Schlimme gesehen. Ich bin gespannt. Also gestern ist sehr, 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 sehr viel passiert. Ein Schlüsselloch, Gespräche, weinen, schreien, wütend sein. Da muss man sich erstmal von erholen. Mir persönlich hat es gut getan, mal wirklich meinen ganzen Frust und Trauer mal rauszuheulen. Mir wird es gut tun, mal Urlaub zu machen. Ich habe jetzt eine Nacht darüber geschlafen. Heute denke ich darüber, dass ich mit ihm erstmal darüber reden muss, bevor ich urteile. Noch will sie sich kein Urteil bilden. Aber vielleicht, falls da noch mehr Bilder kommen sollten, bei einem Lagerfeuerchen zum Beispiel, glaube ich, wird das Urteil relativ klar ausfallen. Man weiß nicht, ob sich bei ihm wirklich Gefühle entwickelt hat. Also von mir aus müssen sich da auch keine Gefühle entwickelt haben. Es kann auch so ziemlich daneben sein, was er gemacht hat. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann bin ich froh, dass ich das hier erlebe, weil besser spät als nie. Ich bin noch jung. Ich bin noch jung. Aber man sieht, sie ist durch und durch eine Optimistin. Ich bin einfach froh und dankbar für diese Zeit und dass ich das hier lernen durfte. Und gar nicht schlimm. Mädels, macht euch immer auf alles gefasst. Auf Temptation Island ist niemand sicher und du musst immer auf der Hut sein. Gloria weiß Bescheid. Sag ich seit Tag 1. Ja, sagst du. Schreibt es euch hinter eure Öhrchen. Hey, das ist mein Spruch. Bereitet euch auf alles und das Schlimmste vor. Alles klar. Noch irgendwelche positiven Affirmations? Im Gegensatz zu ihren Frauen machen die Männer sich wenig Gedanken darüber, was auf sie zukommen könnte. Die sind ja auch ständig damit beschäftigt, entweder ihren Rausch auszuschlafen oder ihren Rausch wieder aufzubauen. Und zwischen diesen zwei Sachen ist nicht viel Platz. Da ist noch Platz für ein kleines Frühstück. Dann geht's auch schon weiter. That's halt irgendwo aus the game. Sie leben den Moment und genießen weiter alle Vorzüge der Villa. Und auch die Laura, die ist wieder vorn mit dabei. Oh, Laura, ey. Ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Was? Alter, geil. Ja, so hat Credo gestern auch reagiert. Oh, so eine gute Massage. Die Laura, die kann das, ne? Du bist so klein, aber hast so viel Kraft. Ja. Ha? Ja, ich hab viel Kraft. Kraft in den Händen. Hat deine Frau dich schon mal massiert? Ne. Noch nie? Ne. In 2 Jahren kein einziges Mal massiert? Ne. Vielleicht mag er es ja eigentlich auch gar nicht. Hast du sie mal gefragt? Ja. Hat sie Nein gesagt? Ja. Warum? Mag sie das nicht? Ne. Ich fasse nicht so gerne deine dreckigen Tattoos an. Und massierst du sie? Ja. Viel? Jeden Tag, ja. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Hä? Jeden Tag? Aber das ist nur, weil ich Sex will. Sag dir, du kriegst sonst keinen Sex? Ja. Hast du es im Umkehrschluss? Die haben jeden Tag Sex. The woman was too stunned to speak. Good for you. Umso mehr er von seiner Beziehung preisgibt, umso geschockter bin ich. Ich bin immer noch geschockt, dass dieses T-Shirt noch nicht verbrannt hat. Mit diesen komischen Händen hier. Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Findest du das fair? Ich weiß nicht. Ich meine, ja, ich will Sex, die Massage ist okay. Es ist ein Geben und Nehmen. Aber sie sollte doch auch Sex wollen. Ich weiß nicht. Weiß nicht. Krass. Vielleicht braucht sie auch die Massage, um in the mood zu kommen. Ich wünsche dem Nico auf jeden Fall für seine Zukunft eine bessere Frau an seiner Seite, dass er wach wird. Ich wünsche mir auch, dass ich wach werde. Dass er jemanden an seiner Seite hat, der ihn wertschätzt, der ihm was zurückgibt. Und dass es nicht nur ein Geben ist, sondern auch ein Nehmen. Und dass er auch mal massiert wird von der Gloria. Das wünschen wir ihm alle. Halleluja. Party Pooper, Temptation ist wieder am Start. Das war Spaß, oder? Nein! Jetzt war es doch so schön. Jetzt macht ihr das wieder kaputt. Temptation.
Oh nee. Ich war lag gerade zu schön in der Sonne. Ich bin eigentlich nicht gespannt. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Ungelogen, ich habe einfach keinen Bock mehr. Die Ellie. Die Ellie. Habe ich vorhin Ellie auch gesagt? Nee, ne? Die Michelle, mal gucken, was sie zu sehen bekommt. Ja, ich bin an so einem Punkt. Ich will eigentlich gar nichts mehr sehen. Es gibt aber keine Bilder von Mark Robin, sondern von Lola. Heute Abend steht das nächste Lagerfeuer an. Oh, es wird spannend. Michelle, ich bin mir ziemlich sicher, du willst natürlich wissen, wie geht's bei Mark Robin weiter? Mhm, und wir möchten alle wissen, wie Michelle darauf reagiert. Ja, spannend. Das erfährst du heute Abend und ich sag mal so, bring starke Nerven mit. Ich freue mich auf euch. Spannend. Was heißt hier, bring starke Nerven mit? Dass du dich auf alles gefasst machen musst. Ich habe keinen Bock mehr. Was heißt, bring starke Nerven mit? Was ist? Ey, diese Aussagen, ungelogen, die machen einen krank. Bring starke Nerven mit. Ja, das heißt, dass es wohl schlimm für dich wird. Das Schlimmste für mich wäre, wenn er sie küssen würde. Das wäre schon das Schlimmste. Cool. Das ist ja ein bisschen schon eingetreten mit einem Backenkuss, was ich schon als schlimm sehe. Da muss sie wirklich sehr starke Nerven mitbringen. Noch mehr Kuscheln, noch mehr Zärtlichkeit, noch mehr Berührungen. Uiuiuiui. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich denke, heute Abend wird eine Katastrophe. Ja. Also ganz ehrlich, die Show, die nimmt gerade, es ist die 10. Folge, es ist so langsam der Höhepunkt kommen und genauso läuft es auch ab. Also die läuft wirklich wie am Schnürchen. Die ProduzentInnen müssen sich denken, geil. Absolut geil. Das nächste Lagerfeuer steht vor der Tür, aber nicht für alle von euch. Zwei bekommen keine Bilder. Oh, wen trifft's diesmal? Und das sind Credo und Mark Robin. Abdu und Nico, wir sehen uns heute Abend. Ich freue mich auf euch. Ja, Mark Robin hat ja von Anfang an nichts von seiner Michelle gesehen, deswegen hat er die auch so schnell vergessen und sich auf Laura so doll eingelassen wahrscheinlich. Und bei Credo, was soll man da sehen, außer Ellie, die sich schämt für Credo. Oh no, Alter. Warum kriege ich keine Bilder? Ja, aus dem besagten Grund. Ja, scheiße, weil ich will einfach. Ich habe ja nicht mal ihre Stimme gehört. Ich weiß nicht mal, wie sie sich anhört. Hast du das wirklich schon vergessen nach 10 Tagen? Ich kapiere einfach nicht, warum zu zweit. Ich habe gerade die ganze Zeit richtig starkes Herzklopfen. Das fühlt sich nicht schön an. Ich finde, der Abdu, der war ja am Anfang so großes Thema und findet jetzt wirklich nur noch am Rand statt. Es ist interessant, wie sich so der Fokus verschiebt und auch wie alle Paare so ein bisschen ihren Moment haben, abzukacken. Oder hervorzustechen, positiv oder negativ. Die machen sich jetzt halt mega den Kopf, weil sie jetzt da alleine hin müssen. Die erwarten jetzt das Schlimmste. Oh Mark Robin, du brauchst ja gar keinen Kopf machen. Ich hab so viel Angst, dass ich noch, wenn solche böse Worte zu mir sagt, oder? Weil ich diese Person so sehr lieb. Böse Worte, süß, wie so ein kleines Kind. Ich hab dieses Gefühl, dass dieses Lagerfeuer für mich schlimmer wird. Das Gefühl habe ich auch, weil für dich auch immer alles sehr schlimm ist. Weil da die Reaktion von Nico kommt, was er gesehen hat beim letzten Lagerfeuer. Und ich mich ja nicht so toll geäußert teilweise. Also ganz ehrlich, die Gloria, die kann ich gerade irgendwie... Die kann ich gerade gar nicht so ertragen. Diese plötzliche Einsicht und diese Reue und so, das kommt mir alles irgendwie zu schnell und das ist zu schnell zu viel. Zu schnell zu schön. Zu schnell zu viel. Zu schön. Ich habe die ganze Zeit fast geweint und weil ich ein bisschen Angst habe. Ich habe die ganze Zeit fast geweint, weil ich ein bisschen Angst habe. Das ist immer so ganz knapp vorbei an den Emotionen. Man könnte fast ein bisschen mitfiebern. Ich bin nervös, aufgeregt, habe ein bisschen Angst vor dem, was ich gleich sehen werde. Ich überlege gerade Credo. Das Krasse ist, für mich ist das, was Credo macht, das ist schon gar nicht mehr so schlimm. Habe ich das Gefühl, weil es im Vergleich halt immer noch schlimmer geht. Wisst ihr, was ich meine? Man will auch wissen, was drüben passiert in der anderen Villa. Irgendwie will man es aber auch nicht wissen. Ja, verstehe ich. Ich habe Bauchschmerzen. Nicht gut. Ich habe ein unwohles Gefühl. Ich muss kotzen. Ich habe ein unwohles Gefühl bei ihrem Augen-Make-up. Es ist einfach nichts geworden. Nicht gut. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er mich sozusagen schon vergessen hat. Ich kann mir das ums Verrecken nicht vorstellen. Ja, aber wie gesagt, er hat halt keine Bilder gesehen, weil du nichts machst den ganzen Tag. Stimmungskiller. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich weiß doch, was wir haben. Ich komme darauf nicht klar. Wart's mal ab. Ich kenne meinen Freund und ich weiß, dass wir uns lieben und ja. Ja. Herzlich willkommen zu einem sehr besonderen Lagerfeuer. Nur mit euch beiden. Schauen wir erstmal, was
Schauen wir erstmal was. Bevor wir aber jetzt. Ich mach's nochmal. Ich bin gespannt, was Nico und Abdu zu sehen bekommen. Was hast du hier denn schon so alles über dich gelernt? Ja, ich meine, es ist krasse Zeit natürlich, weil ich sie so sehr vermisse. Der liebt die echt, ne? Nach all dem, was sie über den gesagt hat. Aber die beste Zeit meines Lebens ist, weil ich lerne mich viel wertzuschätzen. Sich selbst, die anderen Frauen, die Ärsche, seinen eigenen Arsch, das lernt man alles wertschätzen. All inclusive. Wertzuschätzen. Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Wenn ich so viele Komplimente in einmal kriege, das ist einfach, keine Ahnung, unfassbar für mich. Und ja. Oh Gott, der geht richtig auf. Ich liebe es, umzingelt von Frauen zu sein. Glaubst du, das wird was verändern, wenn du plötzlich ein besseres Selbstbewusstsein hast? Ich hoffe es. Ich muss auf jeden Fall mit ihr danach reden und meine Meinung natürlich sagen, weil sie weiß, dass ich sie so sehr liebe. Sie muss keine Gedanken machen. Ich werde zu ihr loyal bleiben. Krass, wirklich krass. Willst du weiterhin all die Sachen runterschlucken oder hast du für dich einen neuen Plan? Wie stellt er sich das denn vor? Ich werde auf jeden Fall nicht diese Sachen runterschlucken. Es ist einfach zu sagen, als das zu machen, natürlich. Ich glaube, die sollten sich echt trennen. Hey! Du willst was verändern. Glaubst du auch, sie kann was verändern? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wenn sie das nicht möchte. Das wäre auf jeden Fall für mich sehr verletzt. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Sollen die zusammenbleiben oder sollen die sich trennen? Sollen die sich scheiden oder verheiratet bleiben? Nico, du kriegst jetzt deine Bilder zu sehen und eine Sorge kann ich dir nehmen. Sie trifft nicht so harte Worte, wie sie sonst schon getroffen hat. Ja, super. Eigentlich habe ich den meisten Spaß mit Jonathan. Der kann mich gut ablenken, dass ich auch Nico mal ein bisschen vergessen kann. Also, gar nichts Schlimmes bis jetzt. Eine Umarmung, okay. Ja, Glorias größte Wünsche sind endlich in Erfüllung gegangen. Das Date war richtig schön. Aber sie flieht auch vor dem nackten Schwimmer. Viel Alkohol, gute Musik, viele nackte Ärsche, so wie ich es mir gewünscht habe. Da muss selbst der Nico lachen. Also mein Resümee von diesem Partyboot-Date war allererste Sahne. Also da kann er jetzt wirklich nichts sagen, weil das sind genau die Bilder, die er ihr auch schon geliefert hat. Alle weg hier! Stopp, ich muss erstmal Mut machen. Also es klang eindeutig nach einem Kuss auf die Wange oder auf die Backe. Auf die Backe oder auf die Wange. Auf die Stirn oder auf die Wange? Unangenehm, er macht dann sowas. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Ich hätte doch viel können. Ja, das war doch kein Niveau. Hast du nicht? Nee, noch nicht. Vielleicht kriege ich den mit 27, weiß ich nicht. So klang das gerade. Ja. Abdu und Nico, die sind füreinander da. Ich habe gesehen, dass sie viel Spaß hat, auf jeden Fall. Das ist ganz klar. Jetzt hoffentlich nichts Schlimmes, oder? Sie darf das machen, sie darf auch viel Spaß haben. Na, sehen wir doch, ist doch super. Aber ich habe nicht gesehen, sie hat ihn geküsst, aber ich habe eigentlich nicht gesehen, wo. Ja gut, dann muss man jetzt auch nicht heulen anfangen. Das ist so gemein, das ist so gemein. Ich kann das nicht einschätzen jetzt, aber trotzdem, was sie jetzt gemacht hat und alles, das machen wir auch. Eben. Nur mit diesen Küssen, ich weiß nicht. Hat sie ihm wirklich den Mund geküsst und... Das war safe nicht der Mund. Da, wenn sie den auf den Mund geküsst hätte, da wären alle ausgerastet drumherum. Also würdest du sie einschätzen, dass sie sowas machen würde? Dass sie jemanden küsst oder ja, auf den Mund? Nein, auf keinen Fall. Der Abdu übernimmt jetzt einfach mal Lolas Rolle. Lolas Rolle? Lolas... Ach, Lolle? Habe ich Lolle gesagt? Nee, Rolle habe ich gesagt. Das werde mir auf jeden Fall unfassbar verletzen, dass ich... Er steigert sich jetzt in eine Situation rein, die gar nicht passiert ist. Und das mag ich an dem Mann. Jetzt mache ich mir unfassbar echt viele Gedanken. Und wenn ich jetzt zurück in die Villa komme, ich werde mir auf jeden Fall so viele Gedanken wieder machen. Er ist schon wieder kurz vor Nervenzusammenbruch, ne? Aber du kennst sie ja am besten. Also du solltest ja am besten einschätzen können, ob es ein Kuss auf die Wange oder auf den Mund war. Sollte er, ja. Ich sag, sie hat ihn nicht im Mund geküsst. Ich bin mir sicher. Ich log Antwort C ein, nicht Mund. Abdu, wie ist denn deine Stimmung heute? Du bist wahrscheinlich wieder angespannt wie jedes Mal, oder? Wie jedes Mal. Ich bin schon wieder am Zittern her. Aber er hat ja seinen Bro Nico an der Seite. Wie geht's dir denn mit den bisherigen Bildern, die du von ihr gesehen hast? Da war doch auch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Jessie, die verhält sich doch überhaupt nicht irgendwie inkorrekt, oder? Klar, das mit dem Abdu 2.0, das es getriggert hat, war nochmal eine andere Sache.
Aber darüber kann man im Endeffekt natürlich auch immer reden. Sie hat das überhaupt nicht getriggert, dich hat das getriggert. Ich nehme es relativ locker. Ich finde es gut, dass sie Spaß hatte, dass sie gut drauf war. Und das ist das Wichtige, was auch zählt. Du nimmst gar nichts locker. Höchstens die Freundschaft mit Nico. Weil ich habe das Gefühl, da könnte auch ein bisschen mehr gehen, wenn ihr es noch ein bisschen lockerer nehmt. Würde mich für euch freuen. Baby, shake dein Popo für mich. Was du willst. Also nichts Schlimmes, genauso sahen die Bilder auch aus, die der Abtu schon ihr geliefert hat. Die hat gesagt, ich soll ein bisschen Abstand von denen nehmen. Na gut, das bleibt dir überlassen. Aber ich mag dich. Ja, jemanden mögen, ist ja nicht verboten. Du gibst mir so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Die Sicherheit, die er sich gerade Tag für Tag verkackt, ja. Die gibst du mir ein Stück weit. Also wenn ich Abdu wäre, wäre ich zwar jetzt traurig, aber nicht, weil sie mit einem anderen Typen redet, sondern weil sie das Vertrauen in mich verloren hat. Und deswegen fühle ich mich wohl und deswegen habe ich ein bisschen Angst. Okay, die Tränen fließen. Attacke. Wie kann sie nur mit einem anderen Mann in der Nähe tanzen? Im Endeffekt, so dumm wie es sich anhört, aber jemand anderes besser für mich wäre. Weil so wie er mich behandelt, so will ich nicht behandelt werden. Ich habe im Moment so 0,0 das Gefühl, dass Abdu die Person ist, auf die ich zählen kann. Mein Leben lang, mit dem ich alt werden kann. Weißt du, was ich meine? Das ist echt hart zu hören, aber wenn ich Abdu wäre, würde ich jetzt wirklich mir sehr viel Gedanken über mein eigenes Verhalten machen. Ich weiß nicht, ob er das schon so weit reflektieren kann. Wir haben echt schon viele Tränen gesehen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Das überrascht mich. Merke ich. Was glaubst du denn, warum sagt sie das? Gott. Also geküsst habe ich ja niemanden. Kann mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Ich hatte ja voll den Filmriss. Ich weiß ja nicht, was sie gesehen hat. Na, das, was du gemacht hast. Ich bin in dieser Villa drin. Wenn die Mädels anfangen, sich auszuziehen, bin ich der Erste, der wegguckt. Vielleicht jetzt. Aber du hast auch erst diesen Kuss gebraucht, um dann mal hier wachgerüttelt zu werden, dass das, wie nah du mit anderen meisten Frauen bist, vielleicht nicht so cool ist. Echt? Nicht so cool. Na? Ich sehe, sie steht da und twerkt da vor einem rum oder klatscht auf den Arsch. Mach ich nicht. Gut, das stimmt, das machen manche andere schon. Aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass sie so richtig auf den Arsch geklatscht hat, sondern so ihr war von Weitem, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. So bin ich nicht, weil ich eben nicht will, dass sie sich eben so fühlt. Ja, aber sie fühlt sich halt schon verarscht. Jetzt beweist sie mir einfach gerade dadurch genau das Gegenteil. Und sie meint, sie ist mit mir, sie ist sich mit mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, da wird jetzt das Spieß umgedreht. Ich bin dir ehrlich, das ist gerade für mich im Moment so. Wenn ich sowas höre und wenn ich sowas sehe, wo ich mich gerade so einen Arsch aufreiße, damit sie sich nicht schlecht fühlt. Ah, macht er wirklich. Wo ich sogar, wenn sich irgendein Mädchen anfängt umzudrehen und zu twerken, ich dann weggucke und dann sowas sehe. Aber das sind halt wirklich nicht die Bilder, die wir am Anfang von dir gesehen haben. Es ist für mich einfach gerade momentan zu viel. Verstehe ich. Und da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich mit ihr zusammen sein möchte. Und ich bin dir jetzt ehrlich, ich möchte das nicht mehr. Ich will nach Hause. Ich will jetzt eigentlich, ich geh jetzt nach Hause. Tschüss. Ciao. Ach komm, das ist doch jetzt nichts, worüber ihr nicht sprechen könnt, was ihr irgendwie klären könnt. Beruhigen wir uns mal. Du hast für dich eine Grenze erkannt. Du weißt, bis wohin du gehst und nicht weiter. Und wenn du ihr vertraust, dann weißt du, dass es bei ihr ähnlich sein wird. Wenn ich sowas höre, dann habe ich kein Vertrauen mehr, wenn ich ehrlich bin. Aha, seht ihr? Jetzt hat er nämlich das Vertrauen nicht mehr. Aber die Lola hat recht. Er musste seine Grenzen ein bisschen austesten, hat die jetzt gefunden. Und ich glaube, sie macht gerade das Gleiche. Ich fühle mich bei dir besser aufgehoben. Ich weiß nicht, ob er für mich das Richtige ist. Und es verletzt mich einfach so krass, Alter. Das ist schon eine harte Nummer. Aber du gehst doch jetzt nicht. Du hast doch hier deinen Best Buddy, der gibt dir Kraft, hält dir das Händchen. Aber glaub mir, zieh's durch, tu's für dich. Weil nur so kriegst du die Klarheit, die du brauchst. Das sind die richtigen Worte gewesen, Lola. Tu's für dich, für niemand anderen. Gänsehaut pur, wirklich. Das hast du nicht verdient. Es war doch gar nichts, mein Gott, jetzt. Es tut mir einfach so weh gerade. Ich weiß. Und ich hatte sie 0,0 so eingeschätzt, wirklich. Hä, sie ist doch nur enttäuscht von dir. Weil du siehst so ver... Es ist doch eine Kette, die aber mit dir angefangen hat. Und dann wurde das so ausgelöst. Und du müsstest enttäuscht von dir selber sein. Du siehst das jetzt falsch. Ja, natürlich ist es jetzt nicht cool, aber es ist halt... Taste of your medicine. Abdu, ich bin von ihm
für dich da. Du weißt es. Das wissen wir alle. Ach komm. Ich kenne das Gefühl, Abdu. Jetzt atmen wir alle mal tief durch. Ihr zwei, ihr dürft jetzt zurück in die Villa. Das macht er. Komm mal her, Abdu. Lass ihn mal drücken. Wird alles gut, okay? Bleib stark. Lola, du bist hier die Moderatorin. Ein bisschen Abstand wahren, ja? Die hat eine Freundin. Okay. Der ist fertig. Ich mag übrigens sein Hemd sehr gerne. Ist auch ein Charmeur. 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 Die Stimmung ist angespannt, oder? Mhm. Sieht man uns, glaube ich, auch an. Wir haben richtig Angst. Ja, das kann ich nachvollziehen. Alle jetzt tief durchatmen, Leute, denn jetzt wird's richtig krass. Jessie. Ja. Du warst beim letzten Lagerfeuer kurz davor abzubrechen. Stimmt, gut, dass sie es nicht gemacht hat, oder? Aber jetzt sitzt du wieder hier. Warum? Ja, leider. Aber jetzt sitzt du wieder hier. Bist du dumm oder was? Ich hätte abgebrochen, wären die Mädels nicht da gewesen, rein aus Emotionen heraus, weil ich konnte das gar nicht zuordnen. So wie Abdu jetzt fast abgebrochen hätte, wenn er nicht sein Nico da gewesen wäre. Zeit heilt vielleicht so ein bisschen die Wunden und ich habe das objektiver betrachtet und... Gibt's jetzt neue Bilder für Sie? Ja, im Endeffekt, ich kann ihm nicht so wirklich was vorwerfen, weil er den Kuss nicht erwidert hat und seine Hände weggezogen hat, aber ich sehe ja jetzt, was auf mich zukommt. Da bin ich gespannt. Auf diesem Bildschirm zu gucken und seinen eigenen Partner nicht zu erkennen, das hat, sag ich mal, meine ganzen Gefühle einmal auf den Kopf gestellt. Nicht nur bei dir. Vermissen tue ich ihn aber trotzdem. Naja, wenigstens etwas, gell? Jessie, es tut mir ultra leid. Aber du bekommst heute keine eigenen Bilder. Ist doch eigentlich was Positives, oder? Okay. Ist okay. Ich finde nämlich auch, in dieser Situation wären Bilder eher was Schlechtes gewesen. Also deswegen, was sollen die auch zeigen? Wir haben die letzten drei Folgen nichts von Abdu gesehen. Was sagt dir denn dein Herz? Glaubst du, dass er sich zum Guten wendet? Na, gerade ist er ja enttäuscht von ihr. Also normalerweise nach dem Kuss, so wie ich ihn einschätze, hat er gerafft, okay, geht viel zu weit, ich sehe das, es wird mich verletzen. Gut eingeschätzt, den eigenen Partner, oder? Ja, aber wir sind hier bei Temptation Island. Hier kann alles passieren. Das ist wirklich Temptation Island, hier kann alles passieren, ist so der Untertitel, ne? Unterüberschrift. Vertraust du irgendwo noch ihm? Ja. Ja? Ja. Aber vertraut er dir noch? Er will nämlich auch gehen. Das beruhigt mich jetzt gerade ein bisschen, doch. Ja? Ja. Okay. Die kriegt nichts zu sehen und ist so, ich bin echt beruhigt. Aber ja, kann sie wahrscheinlich echt sein. Gloria, du kamst hier beim ersten Lagerfeuer sehr aufgewühlt rüber, beim zweiten dafür umso gefasster. Ich bin wieder komplett aufgewühlt. So eine Achterbahnfahrt mit der Gloria. Hier ist schon wieder bei PMS angelangt. Wenn ich denke, dass ich ihn verlieren kann, kann ich durchdrehen. Leute, wir müssen jetzt echt stark bleiben. Du hast dir eine Liste geschrieben mit all den Sachen, die du mit ihm besprechen möchtest, wenn ihr euch seht. Was steht da eigentlich alles drauf? Wir haben das ja alles herausgefunden. Das sind halt die Highlights von dem, was alles passiert ist. Lapdance mit Z, Hand an Brust, Pool auf Arm, Hand am Arsch, Twerken jeden Tag. Ich habe die Liste gemacht, dass wir an den Punkten, also wirklich jeden einzelnen Punkt, der mich verletzt hat, besprechen können, damit ich für mich einen Haken dran setzen kann. Ja, man nimmt die Liste, nimmt wieder hier ihren kleinen Eyeliner, Haken, Haken, Haken. Dann hoffe ich jetzt einmal mehr, dass die Liste mit deinen ganzen Punkten jetzt nicht noch weiter gefüllt wird. Sie schon wieder. Dann zück ich, dann wird gezückt und dann schreibe ich mit. Nee. Hast du sie mal gefragt? Ja. Hat sie nein gesagt? Ja. Warum? Mag sie das nicht? Nee. Ha. Massage. Wird das geschrieben? M-A-S-A-J-E. Massage. Aber das ist nur, weil ich Sex will. Sag dir, du kriegst sonst keinen Sex? Ja. Mhm. Sexistische Massage. Ich liebe euch, Alter. Das ist so geil. Ohne Witz. Ich liebe dich, Schatz. Geistes meines Wir Lebens. Wir lieben dich auch. Der liebt es echt, so von Frauen umzingelt zu sein, umgeben, umschwärmt. Das ist sein Ding. Endgeil. So ein Halskuss, der sieht aber auch sehr intim aus. Da müssen wir stark bleiben, Leute. Leute, das Ding ist so ein Arschgewackel, ist für die Außenstehenden wahrscheinlich deutlich interessanter als für den, der drunter liegt. Macht auch keinen Spaß irgendwie.
Wie reagiert Gloria? Flippt sie wieder aus? Was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, sie sagt jetzt, ich bin nicht sauer, ich bin nur noch enttäuscht. Ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur noch traurig und enttäuscht. Bingo! 100 Punkte, ne? Ich habe so viel für diesen Menschen gemacht, so viel, wirklich so viel. Und dann sich aufzuhängen. Ich habe noch nie eine Massage gekriegt. Ja, Entschuldigung, wenn ich hier deine ganzen Bewerbungsunterlagen schreiben muss, kann ich nicht nebenbei noch massieren. Aber du könntest nebenbei meine Füße massieren. Er kriegt am Tag 1000 andere Sachen von mir. Und wenn er dann einmal was mir zurückgeben soll, dann ist es noch nicht so viel verlangt. Und dann kriegt er auch Sex dafür. Aber es ist witzig, ne, dass sie jetzt so ist, ich bin jetzt gar nicht mehr wütend, ich beleidige ihn jetzt nicht mehr, ich bin jetzt eine neue Gloria. Heute lernst du dich neu kennen! Ich versuche mich so zu verhalten, dass ich ihn nicht verletze und er macht in einer Tour alles, wie er gerade Bock hat, die ganze Zeit seines Lebens. Das stimmt, das hat er. Die kann er bald alleine mit den Mädels verbringen. Ich pack das langsam nicht mehr. Macht er ja jetzt schon, ohne dich. Bist du der Auffassung, dass er dich jetzt schon betrogen hat mit dem, wie er sich verhält? Nee, er enjoyt das halt so ein bisschen zu viel. Es ist hart an der Grenze. Ich fühle mich seelisch betrogen. Und das Kuscheln geht gar nicht. Ich kuschel doch auch nicht mit denen. Ich kuschel doch sonst mit denen. Ich kuschel doch auch nicht. Nicht kuschelig. Findest du, dass eure Beziehung im Gleichgewicht ist? Oder findest du... Ich finde, ich mache schon einiges mehr. Ich mache es aber gerne. Ach so, ja. Deswegen muss ich auch immer erwähnen, wie gerne ich es mache. Und dass ich es mache. Ich. Aber wenn ich sehe, dass es nicht respektiert wird, muss ich mir überlegen, ob ich überhaupt noch so viel geben kann. Ob ich wertgeschätzt werde. Du bekommst ja mit, dass er in der Villa sehr gut ankommt. Er ist sehr, sehr beliebt. Das ist auch so witzig, weil ich habe das Gefühl, die Männer, die denken auch, dass wenn es die Kameras und diese Show nicht gäbe, dass sie genauso gut bei den Frauen ankämen. Also die denken, so ein Credo denkt, glaube ich, wenn er da im Club steht, da hätte er auch 4 Frauen im Arm. Ich glaube nicht. Die finden alle sehr, sehr viele nette Worte. Du findest ziemlich harte Worte. Ja, die kennen sich ja auch 10 Tage. Meinst du, die kennen den richtigen Nico? Oder Nein. Glaubst du, du bist da zu hart? Eine Mischung. Das ist nicht das Real Life hier in der Villa. Natürlich ist das eine geile Zeit. Ja, ich weiß, es ist mal eine geile Zeit. Das ist so ein beschissener Song. Ich hab mich schon damals gehasst. Das kannst du so nicht sagen. Du fehlst mir. Wenn nachher die Mädels mit ihm zusammenleben müssten und alles machen müssen, was ich für ihn mache, dann würden die alle schreiend davonlaufen. Also die Massage würden sie nehmen, aber sonst nicht. Da hätte ich keine Bock drauf. Sowas zu sehen ist hart. Ich glaube, es ist umso wichtiger, dass du das jetzt erstmal sacken lässt. Das war ja noch lange nicht das Schlimmste. Gucken wir jetzt erstmal zu Ellie und Credo. Wir hatten unser Gespräch. Was ging danach in deinem Kopf vor sich? Ja. Ach, danke schön. Danke. Ich nicht mehr so viel gähne. Jetzt geht's ab, Leute. Ich bin auch vor, man würde mir jetzt sofort so anmerken. Ich war so. Natürlich, ich habe über die ganze Beziehung nachgedacht im Nachhinein. Die Ellie, die ist ja unser aller Favorit, so wie ich es mitbekommen habe, oder? 100%. Ich hoffe einfach so sehr, dass wir das zusammen hinkommen. Ja, könnte klappen, aber ich glaube, sie merkt, der ist es nicht. Und ich hoffe einfach auch, dass er sich hier zusammenreißt, weil ich werde mich zusammenreißen. Aber Credo und zusammenreißen, das geht nicht zusammen. Ich habe einfach so, so krass Angst, dass er so viel Mist baut, dass ich ihm nicht verzeihen kann danach. Ich sag mal so, also er zieht weiterhin die Credo-Show ab. Das hat die Lola sehr treffend zusammengefasst, die Credo-Show. Ja, schön geil, klatschen. Schön auf den kleinen Arsch. Schön klatschen. Du hast es ganz toll gemacht. Aber es ist auch wirklich unangenehm, dazu zu gucken, ne? Oho, Jasmin! Ich kotze gleich. Ja. Da kommt sie mir auch hoch. Könnte aber auch die Kohlensäure sein. Credo hat einen Ständer! Ich hab gesehen! Ich hab auch gesehen! Er hat sogar zugehalten! Nein! Was haben die eigentlich für geile Bademäntel an? Die sehen sehr bequem aus. Solche ekligen. Ich glaube, die Ellie, die wird mit dem Credo später sich nicht auf der Straße blicken lassen wollen. Ihr ist das einfach peinlich. Für mich ist es so peinlich, Mann. Mir wäre es auch peinlich. Wäre ich Single, würde ich euch alle nehmen. Ach komm, ja, aber die halt dich nicht, wenn die Kameras weg wären. Sind wir mal jetzt ehrlich. Nee, euch drei. Euch, wäre ich Single, würde ich euch alle drei nehmen. Fick dich, Kamera, Alter. Dreh dich gerade nicht zu mir, Alter.
schnell hier zurückrudern. Aber wie gesagt, wisst ihr, diese Situation, die würde doch im normalen Leben, würde das doch gar nicht passieren. Dass er so sagt, so, ja, hier, ihr drei wollt mich alle gleichzeitig und ich würde euch auch nehmen. Okay. Geil. Geil. Boah, oh, es ist widerlich. Puh, wenn dein Partner in zu dir pfui sagt, Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir alle sind sprachlos. Es ist einfach nochmal genauso wie letztens, nochmal so respektlos, noch ein bisschen schlimmer, noch ein bisschen kuschelkuschel, noch mehr ein bisschen Arschklatschen. Gut zusammengefasst, die Credo-Show. Widerlich, einfach. Widerlich, einfach widerlich. Und auch das, wenn wir ganz mit den Ständen und das auch noch so, wie kann, also das wäre mir unangenehm, wie kann man das noch so sagen? Das ist auch so unangenehm, wie er sich immer so im Schritt rumlangt, so wie so ein Teenie irgendwie, so, der vielleicht auch so seine erste Geschlechtskrankheit hat, die so ein bisschen zu viel juckt. Es juckt, es ist normal. Was ist das für ein Verhalten, bitte? Was? Das ist echt so. Boah, uns Mädels fällt es einfach so leicht. Wir passen auf, wir wissen, was wir machen, wir wissen unsere Grenzen. Warum können das unsere Jungs nicht machen? Warum kann Credo das nicht machen? Ist das eigentlich wirklich etwas, was einfach so im Gender drin steckt? Oder ist es einfach was, was so uns ansozialisiert wurde? Also bis jetzt gab es auch keine Staffel, wo die Frauen wirklich so komplett so wie die Männer ausgeflippt sind. Irgendwie brauche ich das jetzt auch mal, aber vielleicht ist das auch nicht so die Art und Weise. Es ist ja schon so, dass die Frauen oftmals so ein bisschen eher auf die emotionalere Schiene gehen. Wie zum Beispiel Jess, die ja jetzt dann irgendwie die Nähe zu jemandem sucht oder ich will einfach mal in den Arm genommen werden. Und die Männer ja schon auch immer so dieses Twerken und Arschen anfassen und so dieses Körperliche auch viel. Und Mark Robin dachten wir, ja, es wäre eher so das Emotionale, aber das haben wir ja auch gesehen, geht ja eigentlich auch nur ums Reinstecken. Hallo? Du schränkst dich sehr ein, aber er schränkt sich gefühlt null ein. Was glaubst du, woran das liegt? Also ich schränke mich ein, weil ich Credo liebe und weil ich nicht will, dass er verletzt wird. Und Credo muss halt seine Show abziehen. Wo sind wir denn hier? Also das ist doch logisch. Aber er scheint ja drauf zu scheißen. Er hat ja vorhin noch gemerkt, Kameras, jetzt drehen sie sich zu mir und oh, wenn die Kameras nicht da wären, was würden Jungs dann machen? Wie gesagt, wahrscheinlich alleine zu Hause sitzen und zocken. Was würdest du sagen, hat sich verbessert, seit ihr zusammen seid in deinem Leben? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe viel mehr Liebe. Ich bin gefestigter und bin eigentlich auch innerlich viel mehr ausgeglichen. Aber wärst du das auch ohne ihn? Aber ich habe so krass Angst, dass ich einfach jetzt in den nächsten Tagen noch so viel Information bekomme, die ich zum Schluss nicht verarbeiten kann. Gucken wir mal, wie viel Information da noch auf dich zukommt. Was musst du denn stand jetzt am meisten verarbeiten? Einerseits die Aussage, wenn ich Single wäre, würde ich euch alle nehmen. Dann dieses Gruppenkuscheln. Ich finde, Kuscheln ist für mich absolutes No-Go und das wusste er auch. Wisst ihr, das Kuscheln ist hier das Thema und eben nicht, ob die jetzt Ärsche angefasst haben oder nicht. Und auch, dass er jetzt von seinem Ständer redet. Wie eklig ist das einfach? Ich finde es eklig. Das ist halt pfui. Er muss sich halt noch super, super doll entwickeln. In vielen Punkten einfach. Wenn er Alkohol trinkt, das muss er einfach mehr unter Kontrolle haben. Die Ellie ist halt hier auch weiter im Kopf als der Credo, würde ich sagen. Jungs generell sind vom Kopf her ein bisschen weiter zurück. Mhm. Und einfach aufpassen, was er wie sagt, was er wie macht. Einfach mal ein bisschen weniger saufen, ein bisschen weniger reden. Ich habe manchmal das Gefühl, er weiß, ja, sie ist lieb, sie ist süß, sie ist nett, sie verzeiht mir das eh und das ist halt falsch. Jetzt kommen wir aber wirklich zum Höhepunkt der Sendung. Michelle, du hast gestern richtig harte Bilder bekommen. Wie hast du die verarbeitet? Hallo, es waren 24 Stunden, noch gar nicht. Also anfangs war ich am Boden zerstört, aber dann habe ich die Nacht so drüber nachgedacht und ich vertraue ihm trotzdem weiterhin, auch wenn es mir schwerfällt. Noch. Was erwartest du denn vom Lagerfeuer heute? Dass er sagt, dass er mich vermisst und liebt und dass Laura für ihn gestorben ist. Was Positives. Dann will ich dich nicht länger zappeln lassen. Erwartet sie wirklich was Positives oder erhofft sie sich was Positives? Es ist immer noch wirklich beängstigend, wie sie auf diesen hohen Schuhen, auf diesem Stuhl steht, für alle Beteiligten. Und das ist ja noch das Harmlose. Unnötig, dass ich mir einen Kopf wegen dir machen muss. Ist so unnötig. Da musst du dir gleich noch mehr Kopf machen. Ich geh jetzt in mein Schlafzimmer. Du klopfst eine Minute. Oh, komm, ohne Mikro. Okay. Die Jessie nur so. Alter. Dass wir da schon wieder kein Bildmaterial haben, ist wirklich. Das ist der Wahnsinn. Ich hab gefragt, ob ich die
Gänsehaut, wo ich schon fünfmal gesehen habe. Er meinte, er hätte jetzt Lust auf Sex. Dann habe ich nur gesagt, ja komm, dann mach doch. Das ist auch die geilste Antwort. Ich habe gerade Lust. Ja, dann komm, dann mach doch. Gibst mir eine Massage und los geht's. Da meinte der so, hä, nee, geht nicht. Ich habe eine Freundin, wo ich mir denke, Junge, du knutschst mich gerade, fasst mir zwischen meine Beine, aber sagst, ich habe eine Freundin. Fast so wie Calvin, der sagt, ich höre, ich habe eine Freundin. Hallo, ich habe eine Freundin. Ein bisschen gereizt hat ihn anscheinend trotzdem. Er hat mich gefragt, ob ich die Pille nehme. Ich so, nein, aber wir können ja auch ein Kondom benutzen. Dann hat er gesagt, es fällt auf, wenn ein Kondom fehlt. Also, war ein eindeutiger Satz, ne? Die Lara, wie die das einfach ausplappert. Ich lieb das. Ich breche ab. Ich wollte gerade sagen, die Michelle ist so gefestigt, einfach nur so. Ich breche ab. Ich habe nichts mehr zu sagen, ich breche ab. Da sagt die Lola auch nur. Gut, schönen Tag. Eigentlich ist ja so abbrechen wahrscheinlich auf der einen Seite so das Schlimmste, was passieren kann. Auf der anderen Seite, wenn es erst so spät ist und es so, sich so hochgeschaukelt hat, ist es richtig geil, weil jetzt gibt es ja dann bald das Wiedersehen und das. Ah! Die Arme, jetzt trifft es doch, ne? Alles cool, der hat dich nicht verdient, kein Zentimeter. Ich weiß, kein Zentimeter. Du hast was Besseres verdient als so ein... Das ist wirklich krass, wie das eskaliert ist. Ich kann es nicht glauben. Ja, ich weiß nicht, warum ich das gerade so mittel. Aber wenn ich Ellie sehe, wie sie da so weint, dann muss ich auch was weinen. Weil ich das so, weil sie so mit ihr mitfühlt, was... Und ich denke, was ist das denn für eine scheiß Situation? Oh. Wenn ich daheim ankomme, ich packe meine Sachen und hau direkt ab. Er kann die Wohnung nehmen, die wir jetzt bekommen hätten. Gott, die haben schon den Umzug gemeinsam geplant. Oh Gott, die Ellie. Ich weiß gerade nicht, wer mir mehr leid tut, aber ich finde Ellie so süß, wie sie mitleidet bei Michelle. Wie kann ein Mensch sowas machen? Ich verstehe das nicht. Oh Gott, das ist echt, echt, echt traurig. Vor allem, ich habe immer gedacht, er ist so schlau. Aber sowas im Fernsehen ist noch... Wie dumm ist dieser Typ? Dumm. Nicht dumm. Das ist wirklich krass. Man hat am Anfang gedacht, Mark Rowan, niemals würde der was machen. Warum ist der überhaupt in der Sendung dabei? Wie schlecht kann man denn jemanden casten, der dann nur dann da sitzt und ja, ich bin hier, ich mach gar nichts. Für mich ist das gar kein Problem. Ich bin so schlau. Und das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass er irgendwie mir unsympathisch ist, aber das habe ich nicht kommen sehen. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Und ich sitze hier und rede ihn gut. Guck mal, sogar seine Freundin hat sich kommen sehen. Ich verteidige ihn vor den ganzen Jungs. Ja. Peinlich. Habt ihr das Armband gesehen? Ja. Es war das Armband. Was war das denn für ein Armband? Es interessiert doch keine Sau. Was macht jetzt ein Armband für einen Unterschied bei der Situation? Ich habe uns vor ein paar Jahren Armbänder anfertigen lassen. Eins mit seinem Namen und eins mit meinem Namen. Und? Seins habe ich vor 4 Jahren zerschnitten. Er hat seins behalten. Cool Story. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das, was er da anhat? Und dann bin ich drauf gekommen, dass es dieses Armband sein könnte. Ach so. Mhm. Wow, krasse Geschichte. Und wenn es wirklich dieses Armband ist... Und der so einen Scheiß gemacht hat. Also, ich weiß gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wirklich. Ich weiß auch gerade nicht, wo vorne und hinten bei der Geschichte ist, aber ich glaube, sie will uns sagen, dass er das Armband anhat und dann noch mit einer anderen Frau rummacht. Und das geht wirklich gar nicht. Hätte das Armband nicht angehabt, wäre es eine andere Geschichte. Aber so... schwierig. Wir sehen uns gleich wieder mit Mark Robin. Mädels, ihr dürft zurück in die Villa. Jetzt sehen die sich gleich wieder. Ihr habt hier noch ein paar Tage. Es ist schwer, aber versucht es zu genießen. Ja? Das fällt jetzt noch schwerer. Okay. Ja, Gloria, es geht aber gerade nicht um dich. Lass dich kurz anrücken. Wahnsinn, wie das eskaliert ist. Boah, Wahnsinn. Ich bin super, super traurig. Aber es ist die beste Entscheidung für sie. Auch krass, dass hier keiner versucht hat, das auszureden. Oder zumindest haben wir es nicht gesehen. Der in der Villa gebliebene Mark Robin ahnt von all dem nichts. Hä, hey, wir machen doch gerade hier den Abwasch. Hallo? Mark Robin, mach dich bitte fertig. Du wirst jetzt zum Lagerfeuer abgeholt.
Mark Robin ins Sekretariat, bitte, Mark Robin. Ich hoffe, er kriegt Bilder jetzt. MRMR Lagerfeuer, yeah. Die freuen sich noch, da gibt's nichts zu freuen. Ich hoffe, dass da jetzt auch endlich mal Bilder folgen werden, damit die liebe Michelle auch mal die Augen geöffnet bekommt. Und bis jetzt wissen ja nur die wenigsten in der Villa, was da wirklich passiert ist. Alter, das ist komisch. Ist voll merkwürdig. Warum soll sie denn abbrechen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hey, ich bin so gespannt, wie der Mark Robin reagiert. Lass sie drücken, bitte. Nochmal ein Tschüss, auf Wiedersehen, weil du kommst nicht mehr wieder in die Villa. Ich hoffe, du bekommst tolle Bilder, ehrlich. Ich kann mir vorstellen, die hat abgebrochen. Nee, es waren ganz tolle Bilder. Ich möchte hier noch einmal kurz festhalten, wie gut diese eine Verführerin ohne diese krass langen Wimpern aussieht. Das steht ihr wirklich hervorragend, die auch mal wegzulassen, hier und da. Das nächste Mal bei Temptation Island. Jetzt sehen wir leider nicht das Wiedersehen. Michelle hat abgebrochen. Mark Robin hat sie betrogen. Aber es wird juicy. Sie treffen aufeinander. Hast du irgendwas zu Schulden kommen lassen? Mal gucken, ob er die Wahrheit sagt. Ich bin so gespannt, Leute. Schreibt mir, denkt ihr, Mark Robin A. sagt die Wahrheit oder B. leugnet alles und lügt. Ich bin so gespannt. Wie gesagt, nächsten Sonntag kommt leider ein anderes cooles Video, weil ich bin in einem Urlaub drin. Aber nach dem Urlaub kommt dann eine Doppelfolge am Sonntag in 2 Wochen. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis dann. Tschüss.